Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Fijon! Sunset hier hinter mir, sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Herzlich willkommen bei Feelgood Fishing. Ich bin der Philipp und es freut mich sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Und heute geht's los, heute geht's ab. Die heiße Zeit des Karpfenangelns ist angebrochen. Wir haben nun kurz vor Mai, Ende April, Wassertemperaturen steigen. Morgen und übermorgen wird es richtig warm. Wir haben 2 Tage hier im Wasser. Anna ist auch mit dabei. Die chillt hier irgendwo hinter mir. Und wir werden es versuchen, den einen oder anderen zu überlisten. Ich habe 2 Plätze vorbereitet. Wir sind an einem Altarm der Donau unterwegs. Ich freue mich sehr. Ich habe gutes Essen eingekauft. Morgen wird gekocht. Jetzt muss ich mal den Hund zufriedenstellen. Und Futter richten. Sie ist hungrig. Anna hat Hunger. Wir waren gerade spazieren. Die Routen gerade noch ausgelegt. Jetzt geht's los. Wirklich schöne Stimmung, schöner Sunset. Viel Spaß mit dem Video. Bis später. So kann das Video starten. Mit so einem schönen Spiegler und das bei so einem schönen Sunset hinter mir. Richtig schön. Wunderschöner Spiegler. Und hier vom Altarm auch die perfekte Größe. Viel, viel größer wären sie hier nicht. Der hat rund 10 Kilo, 20 Pfund. Wunderschöne rote Flosse hinten. Total schöner Spiegler. Gefällt mir richtig gut. Bin richtig happy. Hier nochmal von der Seite. Schöner Spiegler. Die Route lag wirklich nicht lang. Keine 30 Minuten lag die Route. Ich habe mich gerade ins Zelt begeben. Hund hat Futter bekommen. Und jetzt der schöne Start des Abends. Des Wochenends. Richtig geil. Da haben wir den zweiten Karpfen, wunderschöner Schuppi, stellt gerade noch die Rückenflosse auf, schöner Fisch, hat eine markante Wunde auf der einen Seite, geiler Fisch. Hat jetzt genau Mitternacht gebissen, auf Snowman, zweiter Karpfen, die Hauptsaison hat begonnen. Geht raus, nutzt jede freie Minute, um so schöne Karpos zu fangen. Richtig schön. Ciao, ciao, Großer. Und hier ist der nächste Schuppi. Wir werden deutlich größer. Der hat mir jetzt richtig Gas gegeben hier am Band. Full Run. Auch auf Schneemann gebissen. 2:30. Schaut euch mal diese dicke Schwanzflosse an hier. Der hat hiermit jetzt richtig gewerkt. Richtig schöner Schuppi. Der sich nichts schenken hat lassen. Die werden immer dicker. Freut mich. Dritter Fisch für uns. Hier den Kameraden jetzt nochmal näher. Für euch.
weil ich von dieser breiten Schwanzflosse wirklich, wirklich beeindruckt bin. Schöner Schuppi. Ciao. Tschüss, mein Freund. Bevor ich mich hinlege, kommen hier noch ein paar Pillen raus mit dem Wurfrohr. Weil ganz wichtig, jetzt fressen die Fische. Jetzt möchte ich, dass Futter wieder am Platz ist. Und ganz, ganz oft erkenne ich, dass gefüttert wird. Meistens am Morgen. Die Anker stehen auf und werfen dann ihre Spoms. 9, 10, 11. Und da fliegen die Spoms und das Futter raus. Ich fütter am liebsten kurz nach einem Biss. Also immer Run of Run. Leg die Ruten neu, dann kommt Futter raus. Ja, dass immer Futter am Platz ist. Und ich nicht dann füttere, wenn nicht gefressen wird. Weil hier zum Beispiel am Gewässer wird morgens bei Tageslicht nicht gefressen. Die Fische gehen hauptsächlich nachts auf Futterjagd und dann brauche ich nachts immer wieder frisches Futter am Platz und nicht tagsüber, hier zumindest. Genug gelabert, gute Nacht. Musst du mal erzählen, aber jetzt ist mir hier die Schnur gerissen. Aber den kriegen wir trotzdem. Den kriegen wir trotzdem, sag ich da. Was soll ich tun? Heikringen, Alter. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Das gibt's doch nicht. Also ist hier kein Riese. Aber trotzdem, Fisch geht vor. Fisch geht vor, immer. Immer, immer, immer. Egal welche Art. Fischcare ist fangwichtig. Egal wie groß der ist. Egal welche Fischart. Aber ich möchte nicht, dass der mit viel Schnur da herumschwimmt, der arme Kerl. Deshalb. Ah, so ein Schuppi. Kleiner Schuppi. Na komm her. Kleiner Schuppi. Nice. Na komm her. Kleiner Schuppi. Der kommt gleich wieder vorne.
Und da seht ihr Leute, wie wichtig das ist, sich um den Fisch zu kümmern. Da ist er. Kleiner Schuppi. Der kommt sofort wieder frei. Ciao, Freund. Tschüssi. So, und jetzt erst hier mal aufräumen. Servus aus Camp Chaos. Anna schläft im Zelt. Wir waren heute richtig lange spazieren. Ich habe sie hier ausgebaut. Wir waren Stunde 30 ungefähr hier herumwandern in den Wäldern, in der Au. Ja, sie ist platt, sie schläft, das ist gut. Ich wollte das Gleiche tun, ich wollte mich auch ablegen. Und dann ging gegen 12.30 Uhr total unerwartet die Route, eine der drei Routen, wo ich nur das 20er Ground hatte von Packers Fischfutter, Leberherz und Niere. Und habe mich total gewundert, denn hier tagsüber geht nichts. Es ist ein reines Nachtgewässer eigentlich. Aber der kleine Schuppi hat mir das Gegenteil bewiesen. Was ist passiert? Der Freilauf, man hat es bei den Aufnahmen gesehen, Freilauf hat geklemmt. Dementsprechend hat bei der Aufnahme der Route, ich gehe davon aus, ich mache ein, zwei Umdrehungen mit der Kurbel, zack, Freilauf geht zurück. Ich kann in den Drill gehen. In dem Fall hat der Freilauf geklemmt. Freilauf ist nicht rausgesprungen. Die Route hat ganz viel Schnur gegeben. Man sieht es und hört es in der GoPro-Aufnahme. Und ja, dann war das Schlimmste ist quasi eingetreten. Ich hatte einen Kudelmudel der Schnur, ganz viel Schnur, Wirrwarr. Und worst case, die Schnur ist dann gekappt, abgerissen. Ich bin dann noch nachgesprungen der Schnur im Wasser, die Schnur noch erwischt und konnte den Fisch dann auch noch drillen, nur mit der Schnur. Ich habe eigentlich nicht lange überlegen müssen, ob ich diese Aufnahme auch hier ins Video nehme, weil mir ist wichtig, auch Hopperlas zu zeigen, Unfälle zu zeigen. Das passiert jedem Mal, jedem Angler und jeder Anglerin auch da draußen. Und mir ist in solchen Fällen der Fisch viel, viel wichtiger, als dass ich jetzt meinen Stolz da bewahre und die Route ablege und vielleicht nicht versuche, noch hier reinzuspringen. Natürlich bin ich nass geworden, aber das ist komplett egal. Wichtig ist hier das Fischwohl und ja, kleiner Schuppi auf unserer Liste mehr. Fisch Nummer 4, die Nacht war erfolgreich. Wir hatten um 3 Uhr den größten Schuppi. Ich hatte dann um 4 noch einen Döbel. Den habe ich jetzt aber nicht gefilmt. Der Döbel kam auf Snowman auch. Ich habe dann umgeswitcht auf 30er Kugeln und ein Snowman. Es ging dann aber auch die Nacht nichts mehr. Und eben um 12 Uhr, nachdem ich die Routen neu gelegt habe, die Routen lagen keine 30 Minuten und schon ging der erste Schuppi. Jetzt ist Wind eingetroffen. Schauen, ob der Wind Fisch bringen wird. Ich werde dann zur Abenddämmerung nochmal füttern, Boilies rausballern. Habe mir jetzt vorgenommen, euch aber mal zu zeigen, mit welchem Rig ich hier fische, wie ich hier vorgehe und werde hier mit meinem möchtegern Professional Tackle euch einen Rig zeigen und das gemeinsam mit euch binden. Hinter mir seht ihr meine neue Errungenschaft. Ich habe mir ein Frontier gegönnt, Fox Frontier XD in dem Fall. Die größte Variante der Frontiers habe ich mir gebraucht gekauft. Aus dem Grund, weil ich ja sehr, sehr gerne Dinge auch gebraucht kaufe. Es muss nicht immer neu sein. Und der Kollege, von dem ich das hier abgekauft habe, hat das Zelt auch nur ein, zwei Mal benutzt. Dementsprechend hat es auch tatsächlich ausgesehen, wirklich pipapo, alles in Ordnung. Und warum immer alles neu kaufen? Man kann auch gebraucht zuschlagen. Empfehle ich euch auch. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die gebraucht verkauft werden. Ganze Angelsets, die wirklich super in Ordnung sind. Und wie gesagt, muss nicht immer neu sein. Weil sobald man Wasser ist, ist es gebraucht, ist es benutzt und dann hat es gleich wieder diesen Neuheits-Flavor auch verloren. Also hinter mir das Frontier, ich bin super zufrieden. Also ich fische ein Blowback-Rig, sieht wie folgt aus. Ich habe hier vorgeschaltet ein steifes Vorfachmaterial, welches ich mir eincrimpe. Das sieht man hier, wenn es fokussiert, das crimpe ich mir ein. Das kommt dann quasi an die Hauptschnur. Hier nochmal ein Crimp und hier vorne ein weiches Vorfachmaterial.
und hier kommt dann mein Super Wide Gap Longshank oder Super Wide Gap Into and Eye. In dem Fall Super Wide Gap Longshank mit einem Kicker oben drauf. Man sieht, wie richtig cool sich der eindreht. Also das funktioniert tadellos, wenn die Unterlippe kommt, egal von welcher Seite, der Haken dreht sich und hakt immer wunderbar. Man sieht es seitlich genauso, wie man es haben möchte. Man sieht auch wunderbar, der Teil kaum beweglich, sehr steif und hier vorne immer noch ein bisschen Bewegung. Warum ist das so? Ich möchte, wenn ich auswerfe, wenn ich lang werfe, und ich werde in diesem Jahr noch an Gewässer kommen, wo ich sehr weit werfen muss, da will ich sicher gehen, dass das Rig gut liegt. Deshalb hartes Vorfachmaterial mit ein Stück Weichen, weil ich immer noch möchte dann, dass ich hier Flexibilität habe, wenn der Karpfen einsaugt und vielleicht nicht richtig hakt oder gar nicht hakt, dass es einfach wieder zugrunde sinkt, das Ganze, und hier einfach Spielraum hat. Egal, wo es quasi hinfällt, das hat Spielraum, das steife Vorfachmaterial bleibt am Grund liegen. Und ja, so habe ich die meisten Karpfen bereits catchen können. Sehr, sehr happy mit dieser Kombination. Natürlich, das Ganze könnte man noch filigraner, noch schöner machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man diese Methode bindet. Ist super easy und auch von den Materialien. Ich habe hier jetzt gemischt, hauptsächlich Fox, aber auch ein paar Nash-Tackle-Dinge dazu. Ganz ehrlich, ich kaufe je nachdem ein, was verfügbar ist. Und wenn dann nicht alles von einer Marke verfügbar ist, bin ich da überhaupt nicht, wie sagt man das Wort, beeinträchtigt und fokussiert auf eine Marke. Ich möchte das Tackle haben, was da ist. Und wenn eben von Nash was da ist, nämlich von Nash, wenn von Quarter was da ist, nämlich von Quarter, etc. Also in dem Fall habe ich hier ein 30 Clips steifes Fachmaterial, super stiff Hookling in dem Fall von Nash und entweder ein Camotex Soft 35 Clips oder hier ein weiches Vorfachmaterial, sogar mit 45 Clips. Mit dem sitzt zum Beispiel hier schon drauf. Das wische ich sehr gern, wenn ich eben schottrigen Boden habe, weil ich hier auch so ein Weiß noch drin habe. Und wenn ich klares Wasser habe und Schotter, also Kies am Boden, dann nehme ich eher sehr, sehr gern das. Wenn ich viel Schlamm habe und eher dunklen Boden, dann nehme ich in Richtung Camouflage Olivgrün. Wir binden jetzt einfach mit dem und dem. Dazu brauchen wir noch einmal Longshank Super Wide Gap in der Größe 4, nehme ich hier. Kicker, in dem Fall benötigen wir Large. Die Größe 4 braucht die Large Kicker. Dann hier noch die Crimps zum Crimpen. Crimping Tool, muss ich noch kurz rausholen. Und dann nehme ich hier noch die Angetangle Sleeves, die kommen dann, habe ich hier in dem Fall vergessen. Die packt man hier oben noch hin. Machen wir gleich. So, das war schon. Let's go. Ich habe mir hier zum weichen Vorfachmaterial ein Stück runtergeschnitten, so gut 20 cm. Die Größe ist hier nicht so wichtig, die können wir immer noch verringern. Was ich jetzt mache, ich beginne mit dem Hahn. Das heißt, wir benötigen quasi die Schleife, wo wir dann das Boilie einschleifen. In dem Fall ganz easy cheesy. Schleifenknoten. Das ist gerade auch für mich das erste Mal. Vor Cam. So, da haben wir die Schleife. Wunderbar. Dann kommt der Haken. Hier ist wichtig, von unten durchs Loch, wenn man es schafft und sich nicht pieksen im besten Fall. Und hier von der Länge, je nachdem, ich fische sehr, sehr gerne Snowman oder auch 220er oder auch ein 30er. Dementsprechend ist bei mir das Haar immer ein wenig länger. Und jetzt machen wir einen klassischen No-Knot. Das heißt hier rum. Ich sehe schon, ich brauche ein bisschen mehr Schnur. Hier rum, klassischer No-Knot. Zack, zack, zack. Wieder. Von unten, diesmal von hinten. Durch. Zack. That's it. Sieht man schon. Hier kommt das Vorfach raus, die Schnur biegt sich jetzt schon wunderschön ein. Ich möchte aber noch mehr haben.
noch mehr diesen Hakeneffekt erzielen. Dementsprechend nehme ich mir hier den Kicker. Bei der einen Firma heißt es Kicker, bei der anderen Hooker. Macht in beiden Fällen das Gleiche. So, der kürzeren Seite zuerst aufs Haar. Das war falsch. Mit der längeren Seite zuerst aufs Haar. So ist es richtig. Und dann hier ein bisschen spielen. Muss hier rüber. Geht ziemlich easy. So, that's it. Das war's. So viel zum Vorfachgame. Also zum ersten kleinen Vorfachgame. Machen wir hier noch gleich eine Schlaufe. Dann haben wir hier schon den ersten Teil. Jetzt kommt der Teil mit dem Scheifenvorfachmaterial. Ich nehme hier zwischen 20 und 30 cm. Verwende ich immer hier meinen Table. Teilen wir mal so viel ab. Bin nicht irritiert, wenn sich das jetzt immer so einkräuselt hier. Man sieht sehr gut. Deshalb brauchen wir so ein Multitool, damit wir das Ganze dann stretchen und damit es dann am Ende so schön sich hier auslegt, gerade wie dieses hier, wie das fertige. So, wie machen wir weiter? Jetzt holen wir uns hier die Crimps in Medium. Können wir uns gleich zwei rausholen. Wir benötigen auch zwei. Wunderbar, immer schön verschließen. Das mache ich fast nie. Und dann habe ich das Problem, dass mir das Tackle überall herumkugelt. Wer erkennt's? Wunderbar. So. Jetzt Crimp nehmen. Das ist ein bisschen Spielerei. Aber auch halb so schlimm. Einmal hier rein. Jetzt müssen wir meinen Vorfach nehmen, was wir schon vorbereitet haben. Hier rein. Zack, zack. Wieder durchs Crimp durch. Das ist die ganze Hexerei. Und je nachdem, wie groß ich die Schleife haben möchte, mache ich es meistens in dieser Größe. Und jetzt eincrimpen. Hier gibt es diese Crimping Tools. Dann brauchen wir M, das ist das zweitgrößte. Hier so reinlegen. Und dann wird gecrimpt. Das Ende wieder abschneiden. Und bitte auch die Enden immer sammeln. Nicht in die Natur werfen. Immer sammeln und am Ende entsorgen. Wir sind hier zu Gast im Wald. Und hinterlassen alles so, wie wir es auch vorgefunden haben. Sandy Tingle Sleeve. Mit der dünnen Seite zuerst aufs harte Vorfachmaterial. Zack. Dann kommt es danach auch schön über den Crimp. Stichwort Crimp. Einmal hier durch. Und von der anderen Seite durch. Jetzt schauen wir uns die Länge an, wie lange wir unser Vorfach haben wollen. Hier am liebsten so mit 25 bis 28, maximal 30 cm. So, durchs zweite Loch des Crimps. Jetzt können wir, bevor wir crimpen, nochmal kontrollieren, ob uns die Länge gefällt. Jawohl, die gefällt uns. Also mir gefällt sie. Ein Stück kürzer vielleicht noch. So, jetzt passt's. Jetzt wird wieder gecrimpt. Crimping Tool zur Hand nehmen. Und diese Crimps halten wirklich sehr, sehr, sehr stabil, bombenfest. Ich bin sehr happy damit. Ich war auch anfangs skeptisch, aber muss sagen, hatte hier noch nie Probleme, dass die Crimps aufgehen. Wenn man es richtig fest zusammendrückt, überleben die sogar richtig dicke Waller. Also absolut keine Sorgen hier machen.
So, jetzt nur noch Anti-Tangle Sleeve hier schon mal vorbereiten. Jetzt eben noch ein bisschen straffen das Ganze und fertig ist das Flugobon Stiff Rig mit dem Blowback Rig am Ende. Das Ganze hier vorne ist schön weich. Das Spiel hier ins Haar kommt dann noch Boily. Das ist die ganze Hexerei. Das ist unser Rig. Hier. Schön flexibel vorne. Hinten stiff. So soll's sein. Gehabt. Aber der Fisch ist leider hier mit diesem Stock in Berührung gekommen und hat es sehr schwer gemacht, ihn zu drillen. Wir haben jetzt alle drei Ruten mitgenommen im Drill und ist tatsächlich kurz vom Netz geschlitzt. Das ist bitter und sehr undankbar. Aber ja, das ist Flussangeln. Da kommt halt mal auch sowas in die Quere. It is what it is. Jetzt geht's weiter. Ein paar Stunden hat die Nacht noch. Vielleicht geht noch was. Mal schauen. Bis vielleicht später. Vor der Matte. Der klassische 3 Uhr Crawler hat gebissen. Kleinerer Schuppi. Eingestiegen als Snowman. Gutes Bäuchlein. Der geht sofort wieder retour. Schöner Fisch. Trotzdem Fisch Nummer 5. Einen wunderschönen Vormittag von unserer Seite. Wir haben kurz vor 12. Ich habe bereits alles zusammengepackt. War gerade mit der Chefin spazieren. Und jetzt gibt es auch gleich noch Futter. Für die kleine Fischerkollegin hier. Sie war sehr, sehr brav, sehr fleißig. Hat mir auf alle Fälle viel Glück gebracht, die liebe Anna. Was hast du so dazu zu sagen? Okay. Sie möchte das Mikrofon verspeisen, auch in Ordnung. So, kurzes Resümee, wie immer am Ende des Videos von meiner Seite. Außer dem letzten runden kleinen Schuppi um 3 Uhr ging dann nichts mehr. Dann beide Routen nochmal neu gelegt und ja, ich sag bewusst beide, weil die dritte Route, die hat es mir komplett zerschossen. Und zwar hatte das Problem am Nachmittag mit dem Freilauf ein Nachspiel und ich hatte auf dieser Route gegen Mitternacht einen Vollrun, total eskaliert und ich habe begonnen zu drillen und plötzlich hat es mir die komplette Rolle zerschossen. Es hat wirklich geknackst und danach Gesundheit. Danach ging die Rolle beim Kurbeln nicht mehr rauf und runter, sondern hat es quasi immer auf einer Linie aufgerollt. Also die Rolle ist kaputt. Die Rolle wird ausgetauscht. Wird man hier eher was Neues suchen. Mal schauen, was der Markt so bietet. Vielleicht auch Gebrauch zuschlagen. Da werden wir wieder beim Thema von gestern mit dem Frontier. Aber allgemein bin ich super happy mit der Session. Es ging gut. Die Chefin hier war auch sehr brav, sehr zufrieden.
hat dir Spaß gemacht. Ja, ja. Und ja, kann nichts sagen. Ich habe mit sehr viel Futter gearbeitet. Wir sind eben jetzt ja kurz vor der Hauptsaison, wenn nicht schon Hauptsaison angekommen. Hauptsaison ist für mich ja immer so Mai, Anfang Juni, je nachdem wann die Karpfen beginnen zu laichen. Und wir haben jetzt Ende April und ich habe gestern ein Resümee gezogen bezüglich des Futters, wie viel ich mit hatte. Und insgesamt gingen rund 7 Kilo rein. Nur jetzt beim Angeln, was für meine Verhältnisse viel ist, für so ein Alter am Wochenende noch vor der Hauptsaison. Aber die 7 Kilo waren notwendig, weil ich immer gemerkt habe, die Bisse kamen, ich habe sofort Futter nachgeschossen und kurz danach ging es wieder bergauf und die Fische sind halt wieder zurückgekommen oder auch geblieben. Aber man merkt, wenn so eine Schule durchzieht an Fischen, dann ist das relativ schnell auch wieder alles weg. Also man muss da immer wieder nachschleudern und dann kommt ja relativ viel Futter schon zusammen. So viel dazu. Ich bin happy, ich hoffe ihr auch. Bitte lasst mir mal in den Kommentaren wissen, wie euch das Video gefallen hat. Gerne Verbesserungsvorschläge. Falls jemand unter euch weiß, wie man so eine Rolle repariert, please help me. Ich habe absolut keine Ahnung. Natürlich, wenn man es reparieren kann, würde ich das tun. Bin nicht so der Freund vom Ersetzen und Wegschmeißen. Also wenn hier jemand Hilfe hat oder einen Rat hat, let me know. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.